Wer Kinder daheim betreut, soll das von den Steuern können abziehen. Das fordert die SVP-Familieninitiative. Herzlich willkommen zum Fokus beim Bundeshaus. Und bei mir sind die SVP-Nationalrätin Silvia Flückiger und der SP-Nationalrat Philipp Hadorn. Silvia Flückiger, wollen Sie die Frauen zurück herdrängen oder wieso die Initiative? Nein, wir sind für freie Entscheidung der Familie. Sie sollen selber ihr Modell wählen, was für sie passt und für sie stimmt. Wir wollen sie nicht zurückgehen. Die Karte wird immer aus dem Neinkörper gezaubert, wenn gewisse Argumente einfach ausgehen. Wir wollen aber für die gleichen Voraussetzungen sorgen mit den Steuerabzügen, als die Fremdbetreuer den gleichen Steuerabzug machen können, wie die eben ihre Kinder daheim betreuen. Philipp Hadorn, der Nationalrat, hat die Initiative abgelehnt. Wieso ist es nicht im Sinn der SP, dass Frauen, die daheim ihre Kinder betreuen, einen Lohn bekommen und das von den Steuern können abziehen können? Ja, wir haben zwei Aspekte. Wenn man diesen Frauen wirklich einen Lohn geben will, können wir das innerfamiliär regeln. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es darum, dass Leute daheim, die schlussendlich Kinder betreuen, die Möglichkeit haben, das zu machen, weil sie nämlich nicht auf eine zusätzliche Erwerbstätigkeit angewiesen sind. Das ist in Ehre. Wir wollen gar nicht die Familienbilder auseinander oder gegenüberstellen, sondern wir wollen das als ergänzende Situation stehen, als gleichwertige die Familie soll selber entscheiden können. Aber der Entscheidungsspielraum ist eben nicht so gross. Viele Leute sind schlichtweg verpflichtet, respektive haben keine Alternative, als Erwerbstätigkeit zusätzlich auf sich zu nehmen. Eben, es können sich nicht alle Familien leisten, dass jemand daheim bleibt. Das sagen sie ja auch. Das ist schon so. Ja, das ist auch richtig so. Und die haben ja auch die Abzüge. Aber Familien, die sich entschliessen, dass ein älterer Teil daheim bleibt und auf die Kinder schaut, der verzichtet ja auf ein zusätzliches Einkommen, muss aber gleich mit in Form der Steuern an die teuren Kinderkrippen zahlen, die ja immer mehr professionalisiert werden und auch durch das immer teurer werden. Ja, aber ja, schauen wir die Situation an. Also, wenn wir wirklich der Familie dienen, dann müssten wir andere Möglichkeiten geben. Nämlich, dann könnten wir Kinderzulagen, die Familienzulagen erhöhen. Wir könnten andere Instrumente suchen, die wirklich die Familie fördern. Bei den Steuergeschichten, da die einfach die, die schon sehr viel verdienen, überproportional profitieren. Und das ist nicht die Idee von unserer Familienpolitik. Wir wollen auch die mittelständischen und die schwachen Familien fördern. Und denen soll es möglich sein, zu ihrer Familie zu schauen. Nochmal geschwind. Wenn Sie das möchten, dass man das abziehen von den Steuern, muss man das irgendwie kontrollieren? Oder vertrauen Sie den Leuten, dass sie sagen, ich bin wirklich daheim und habe meine Kinder betreut? Oder wie soll es funktionieren? Ja, wenn das Gesetz ausgearbeitet wird, wird man das müssen festlegen. Ich denke, es geht in Form von einer Selbstdeklaration bei der Steuererklärung. Das wird die einfachste Methode sein. Funktioniert das? Ja, die Selbstdeklaration ist seine. Wir müssen noch sehen, was die Bedeutung ist, wie sich die Leute hier verhalten würden. Aber ein Aspekt geht doch ein bisschen vergessen. Viele, ich sage jetzt halt gleich, auch gerade Frauen möchten neben der Familienfrau, Hausmutter, was auch immer sie, möchten sie nämlich sehr gerne auch ihre berufliche Tätigkeit weiterentwickeln. Und das kann man heute parallel. Das ist eine Chance. Das heisst zum Teil auch, beruflich der Mann soll zurückstecken. Oder wie man sich auch immer organisiert, das soll der Staat nicht reinreden. Aber die Option lassen, dass an der Wirtschaft und der Bevölkerung und der Frauen selber nicht die Möglichkeit verloren geht, sich beruflich weiterzuentwickeln. Das wollen wir sichern. Und das andere wäre schlichtweg ein falscher Anreiz. Müssen wir jetzt so, wenn man sagt, eben, das kann man abziehen von der Steuer, wenn man Kinder betreut, wenn jemand, was weiß ich, zu den dementen Eltern schaut, das wäre ja etwas Gleiches, müssen wir auch können abziehen. Ja gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, das müssen wir vielleicht wirklich mal vertieft diskutieren. Aber ich möchte eigentlich ins Spiel bringen, es wird ja da viel von Ungerechtigkeiten und eben vom Steuergesetz geredet. Wir haben ja immer noch die Heiratsstrafe, die einfach verfassungswidrig ist. Familien bzw. Eltern, die beide berufstätig sind, kommen in eine höhere Progression und müssen mehr Steuern zahlen. Und dafür kommen sie jetzt etwas in Form von Betreuungsabzügen zurück. Also das ist alles noch ein Sommerspiel. Die eine Hand gibt und die andere nimmt wieder. Und ich habe in meiner Ausführung im Nationalratssaal darauf hingewiesen, dass man jetzt doch endlich die leidige Heiratsstrafe abschaffen soll. Damit würde man nämlich vielen Eltern automatisch helfen, indem sie weniger Steuern zahlen müssen. Was wirklich wird helfen, schlussendlich der Familie, ist, wie man nämlich einen nominalen Betrag pro Kind kann abziehen an der effektiven Steuerschuld. Unabhängig vom Einkommen. Dann kann man etwas helfen und Entlastung geben. Alles andere ist ein bisschen Augenwischerei und ist nicht zweckdienlich. Schauen wir, was zweckdienlich rauskommt. Der Ständerat ist jetzt dran, nachher hat das Volk das letzte Wort. Merci vielmals für das Gespräch. Das war es vom Fokus für heute. Jetzt geht es weiter mit dem Talk täglich. Ich wünsche gute Unterhaltung. Adieu miteinander.